Hallo ihr Lieben, ich habe hier mal das Video von unserem Trainingsturnier, wo wir einer A-Dressur geritten sind und es geht auch direkt los mit dem Aufmarschieren. Vorab möchte ich sagen, dass Robinho an dem Tag so ein bisschen spannig war und ich das Gefühl hatte, er lässt in dem Bereich kurz vor dem Widerriss gar nicht los. Ja, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Prüfung, aber es war Anfang Januar und es war das erste Turnier der Saison. Es ist okay. Es ist in Ordnung. Also der Richter, der dort war, hat auch gesagt, ja, Tempo war ein bisschen hoch. Das ganze Pferd wirkte so ein bisschen spannig, aber es war auch so. Also da kann ich nichts gegen sagen. Das Aufmarschieren war auch schon so ein bisschen hampelig. Jetzt hier in der Rechtswendung wird er mir ein bisschen eng. Und dann geht es auch, glaube ich, direkt auf den Mittelzirkel. Ja, genau. Ich finde aber, obwohl das Tempo wirklich so ein bisschen eilig ist, hat er einfach eine gute Hinterhand und bewegt sich gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. So, da wird er mir kurzfristig eng, aber kommt auch direkt wieder vorne raus. Das ist ganz in Ordnung. Dann ganze Bahn und ich glaube, dann heißt es auch jetzt schon leicht traben und durch die ganze Bahn wechseln. Dabei sollten wir die dritte verlängern und ich habe ein bisschen zu viel gewollt. Deswegen galoppiert er mir da leider an. Schade, sonst hätte es ganz gut klappen können. Aber dritte verlängern im Trab machen wir auch im Training nicht ganz so viel. Das müssen wir mal ein bisschen öfter einbauen. So, dann geht es hier gleich wieder auf den Mittelzirkel. Ja, Tempo sehr hoch, wenn man das so sieht. Ne? Unser Hinterpferd kommt kaum hinterher. Ich hatte aber... Oh, es geht gleich auf den Mittelzirkel. Es ist der Übergang zum Halt. Den fand ich ganz okay, dann geht es weiter im Schritt und da sieht man jetzt halt, was ich meinte, er ist so ein bisschen festgehalten im Hals und lässt ihn jetzt hier auch nicht fallen. Ja, daran sieht man einfach, dass er ein bisschen spannig ist und er ist halt auch wieder sehr eilig im Schritt, da habe ich noch versucht, ihn etwas abzufangen. Ja, dann hier genau, Viereck vergrößern. Da ist er mir so ein bisschen über die rechte Schulter ausgebrochen. Da habe ich noch versucht, ihn so ein bisschen links locker zu machen, dass er so ein bisschen besser reagiert. Da wurde er dann so ein bisschen maulig und eng. Aber gut, das sind ja alles Übungen, die erfordern noch so ein bisschen Konzentration von ihm. Und er war halt, wie gesagt, einfach innerlich total angespannt. Ich bin schon sehr froh, dass er vor Anspannung nicht aus irgendeiner Ecke springt oder vor dem Richtertisch weghüpft. Hier wieder im Trab, aber dann geht es jetzt auf den Mittelzirkel. Und dann wird auch jetzt gleich galoppiert. So, da sieht man schon, ich bereite vor so ein bisschen und er hat mir so einen kleinen Hüpfer hinten reingebaut. Das war auch die Anspannung. Eigentlich buckelt er nämlich nicht. So, da hätte ich ein bisschen mehr reiten können und ihn gleichzeitig vorne abfangen können, dass er so ein bisschen mehr aufs Hinterbein kommt. Dann würde auch das Kopfschlagen vorne aufhören. Jetzt geht es hier ganze Bahn. Soweit ich weiß. Ja. Und jetzt durchparieren zum Trab in der Ecke und direkt durch die ganze Bahn wechseln im Trab. Ja, der Trab nach dem Galopp fällt mir immer noch sehr schwer. Vor allen Dingen, ja, ich wusste mal wieder nicht genau, wie die Aufgabe geritten wird. Ich hoffe immer darauf, dass sie gelesen wird. Und das wurde jetzt gerade sehr kurzfristig gelesen. Deswegen konnte ich das Ganze auch nicht so richtig vorbereiten. Das ist auf jeden Fall mein Fehler. Ich muss die Aufgaben einfach noch besser vorher auswendig lernen. So, jetzt hier Mittelzirkel und dann wird wieder angaloppiert. Ja, das Angaloppieren war auch so ein bisschen stockend. Dafür gefällt mir der Rechtsgalopp aber im Ganzen besser als der Linksgalopp. Das ist aber im Training auch so, dass ich rechtsrum einfach viel mehr zum Reiten komme als linksrum. Jetzt geht es hier auch wieder ganze Bahn und an der nächsten langen Seite sollen wir dann die Galoppsprünge verlängern. Ja, das Hinterpferd fällt im Galopp irgendwie aus. Das kann nicht an uns liegen, weil wir waren auf jeden Fall schnell. Ja, die Galoppsprünge haben wir gut verlängert. Das liegt uns auch auf jeden Fall besser als der Trab. Wir sind eigentlich eh mehr so die Galoppmenschen oder das Galopppärchen. So, und jetzt ist es, glaube ich, auch schon fast vorbei. Jetzt wird noch durchpariert zum Trab. Dann wird einmal außen rum getrabt und von hinten wieder aufmarschiert. Entschuldigung, hinten wieder aufmarschiert. So, da hatte ich gerade einen Frosch im Hals. Also ich finde, er war zu hektisch, also zu schnell und zu fest, aber seine Bewegung oder sein Bewegungsablauf hat sich, finde ich, deutlich verbessert und ich bin gespannt auf die kommende Saison und freue mich sehr und jetzt sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao!